Jetzt hole ich uns noch schnell aus dem Rastplatz hier die Vignette für den Anhänger. Das Wohnmobil selbst haben wir so eine Jahresvignette digital online über die App gekauft. So, wir haben den Gotthardtunnel durchfahren. Schaut mal da oben, da liegt schon Schnee auf den Gipfeln. Und der erste große Parkplatz nach dem Gotthardtunnel. Der Gotthardtunnel hat ungefähr 4 Kilometer zähfließenden Verkehr gehabt, aber keinen echten richtigen Stau. Sind wir jetzt hier auf der anderen Seite auf dem Weg nach Italien. Eine schöne Strecke durch die Schweiz. Landschaftlich sehr schön. Ja, ich verstehe kein Wort. Okay. Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute begrüßen wir euch aus Italien vom Gardasee. Und zwar sind wir eine Nacht auf dem Stellplatz Garda Agri Camping gewesen. Wir haben hier sehr gut geschlafen, wir haben hier sehr gut gestanden. Hier so sehr schön. Rechts von uns sieht man unser Wohnmobil und unser Anhänger stehen. Wir sind gestern Abend hier schön an den Gardasee mit unseren E-Scootern gefahren. War ein richtig lecker Essen, ne? Ja. Und? Am Wasser. Was haben wir gegessen? Chinesisch? Nudeln. Chinesisch? Nudeln. Chinesisch? Nein. Italienisch. Nudeln. Schön italienisch gegessen. War ja gestern unser 36. Hochzeitstag und wir blenden hier mal so 1-2 Fotos ein, wen es interessiert. Wir haben da sehr gut gesessen. Wir haben da auch wirklich lecker gegessen. War so, wie wir es uns vorgestellt haben, ne? Eigentlich wollten wir eine Nacht in der Schweiz verbringen, aber dort hat es nur geregnet. Und die Ausfahrt, die wir eigentlich nehmen wollten zu dem Stellplatz, die war irgendwie gesperrt, weil da Umbaumaßnahmen waren. Genau, da hätten wir jetzt also uns irgendwie auch noch einen Weg suchen müssen. Und wie gesagt, draußen im Regen sitzen und im Regen irgendwo essen gehen wollten wir auch nicht. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir gleich durch nach Italien. Heute wechseln wir nochmal den Platz. Und zwar haben wir, auch schon einige Zeit her, einen Stellplatz gebucht. Direkt am Gardasee. Nee, das sind so 1300 Meter weg vom Gardasee. Total ruhig auf einem, ich denke mal, man kann sagen, einem Biobauernhof. Aber von da berichten wir natürlich noch mal extra. Und jetzt zeigen wir euch hier den Stellplatz und wo wir schön essen waren. Macht's gut, bis zu unserem nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Garda Agri Camper. Wir sind nur wenige hundert Meter vom Ufer des Gardasees weg. Und hier ist die Einfahrt. Das ist die Zufahrt. Ach Schatzi, guck mal, und hier draußen ist Müll. Und jetzt fahren wir beide auf unserem 36. Hochzeitstag erstmal schön ins Restaurant. Lecker essen, ne? Ja, mal gucken, ob wir was Schönes finden. Genau. Hast du sowieso jetzt nicht gehört, ne? Mal gucken, ob wir was Schönes finden, hast du gesagt. Ein Spielezelt. Oh, hier gibt es auch noch Kaffee, kalte Getränke, Automaten, ein paar Süßigkeiten. Klasse. Schöne Sitzgelegenheiten. Also dieser Stellplatz ist schon fast ein Campingplatz, würde ich sagen. Was der hier alles bietet, das ist ja Wahnsinn. So, und was haben wir jetzt bezahlt? 37 Euro, ne? Ja. Tadellos. Wir sind hier einschließlich Strom und wir sind hier ganz, ganz dicht am Gardasee. Wir bleiben hier nur eine Nacht, weil unser gebuchter Stellplatz halt morgen erst frei wird. Mal ganz, ganz viel hier die Olivenbäume. Hier die Fähr- und Entsorgung. Ja, ich weiß nicht, wofür die Plätze sind, aber wahrscheinlich, jedenfalls steht da ein Wohnwagen drunter. Ist noch komplett so ein bisschen mit Netze überdacht. Schön. Fähr- und Entsorgung. Jawohl. Überall wachsen hier die Palmen, aber nicht nur in den Töpfe, sondern auch direkt in der Erde. So, und hier haben wir jetzt noch das Waschhaus. Gucken wir uns jetzt auch schon mal an. Toiletten. Und duschen. So, so richtig
schönes kleines Waschhaus. Klasse. So, das ist nur von einer Seite. Genau. Also zwei Toiletten, zwei Duschen. Bei uns sind es drei Duschen. Wieso habt ihr drei? Es gibt mehr Männer auf dieser Welt. Alles hier mit diesem weißen Schotter. Schöne Plätze. Sieht sehr gepflegt aus hier, muss ich echt sagen. Schon klasse. Die Dame, die Pächterin und Eigentümerin hier, spricht nur Italienisch, strengt sich aber ganz doll an. Ja. Englisch hat sie auch ein bisschen drauf, also hat alles super funktioniert. Ja, wie man sieht, jede Menge Plätze. Ja, nur die Deutschen haben noch Urlaub. Die Deutschen haben immer Urlaub. Ja, jedenfalls sehr schön. Steht auch ein kleiner Morello Home. Also, diese Plätze und da, wo wir stehen, passen da sogar mit 9,5 Meter rein. Ist schon echt klasse. Hier noch so ein kleiner Spielplatz, die Kinder sich auch beschäftigen können. Wie gesagt, das ist ja nur ein Stellplatz hier, aber schon klasse gemacht. Ja, also geht man hier einmal im Kreis um das Waschhaus rum sozusagen. Und da oben steht unser Campino. Genau, also hier wäre notfalls auch noch Platz gewesen. Genau, hier hätten wir uns auch noch mit ranstellen können. Dadurch, dass wir ja keinen Strom brauchen. Genau. Aber Strom ist inklusive. Willkommen am Gardasee. Auch der Gardasee hat sehr, sehr wenig Wasser, muss man sagen. Sieht hier aus, als wenn man hier am Meer ist und gerade Ebbe ist. Aber nein, es ist der Gardasee. Leider sind die Berge heute alle in Wolken. Aber es ist auch schon, wie spät ist schon? 19 Uhr, ne? 19 Uhr. Hasse, am Gardasee. Wir sind in Italien am Gardasee und das auf unserem 36. Hochzeitstag. Und jetzt suchen wir uns ein schönes Restaurant. Kuckuck. Und mit das Coolste, wir haben hier gerade 24 Grad. Herrlich. Also nicht wundern, weil ich eine Jacke anhabe, ne? Ja, auf dem Scooter ist es etwas kühler und wir bleiben ja jetzt noch ein bisschen. Heute frühstückt meine Frau auf dem Anhänger sitzend eine Waffel. Die hat doch echt einen an der Waffel.